Beim Deutschen Filmpreis in Berlin wird am Abend die Goldene Lola in verschiedenen Kategorien verliehen. Ausgezeichnet werden unter anderem Spielfilme, Dokumentationen und Kinderfilme. Nach dem Oscar-Erfolg in Hollywood hat der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues mit 12 Nominierungen die besten Chancen, unter den Preisträgern zu sein. Außerdem im Rennen das Drama Das Lehrerzimmer und der Thriller Holy Spider. Der Regisseur Volker Schlöndorff soll mit dem Ehrenpreis für seine Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet werden. Twitter-Chef Elon Musk gibt die Führung des Online-Netzwerks ab. Linda Yaccarino soll künftig das Unternehmen leiten. Sie war zuletzt Werbechefin beim Medienriesen NBC Universal. Musk will bei Twitter den Technikbereich übernehmen. Vor gut einem halben Jahr hatte er den Kurznachrichtendienst für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und fast alle Top-Manager entlassen. Nach heftiger Kritik ließ Musk die Twitter-Nutzer über seine Zukunft als Unternehmenschef abstimmen und kündigte als Konsequenz seinen Rückzug an.